Wunderschönen guten Abend. Es ist relativ voll geworden. Wir waren in den letzten Tagen überrascht, wie viele Voranmeldungen wir bekommen haben. Wir mussten dann kurzfristig doch noch ein paar mehr Stühle reinstellen. Herzlich willkommen zu unserer Informationsveranstaltung Krankheiten vermeiden. Das ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass wir so eine Veranstaltung in so einem Rahmen wieder machen. Der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, Zahnarztpraxis und Krankheiten vermeiden, wie geht das zusammen? Wir haben in den letzten Jahren durch die Zusammenarbeit mit Allgemeinmedizinern, Umweltmedizinern, die bei uns in der Praxis tätig sind, sehr wohl gesehen, wie extrem wichtig die Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und anderen Therapeuten ist. Und ich denke, Sie werden auch im Laufe des Abends heute das erkennen. Wir haben heute, abgesehen von mir, noch drei weitere Referenten. Ich möchte nur jetzt am Anfang Ihnen ganz kurz darstellen, was es mit den Wurzelkanalbehandlungen in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit so auf sich hat. Nach Statistiken der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung ist es so, dass wir im Jahr ungefähr 5,8 Millionen Wurzelkanalbehandlungen in Deutschland begonnen werden, nur bei Kassenversicherten bzw. nur da, wo es über gesetzliche Krankenkassen abgerechnet wird. Man kann davon ausgehen, dass pro Jahr ungefähr 8 Millionen Wurzelbehandlungen in Deutschland begonnen werden. Sie sehen das kleine Lag zwischen dem, was begonnen wird, und dem, was tatsächlich aufbereitet wird. Das sind Patienten, die kommen nicht wieder oder was auch immer dazwischen passiert ist. Sie sehen aber auch, wie groß der Unterschied ist zwischen den Zähnen, wo eine Wurzelkanalbehandlung angefangen wird, und den Zähnen, die tatsächlich abgefüllt werden. Also da haben wir schon mal 35% der Zähne ungefähr verloren, und die Zahlen haben sich in den letzten Jahren auch nicht dramatisch verändert. Was sagt jetzt die Wissenschaft zu Wurzelkanalbehandlungen in Deutschland? Wie gesagt, das ist nicht das, was wir dazu sagen, sondern das, was in wissenschaftlichen Zeitungen dazu veröffentlicht worden ist. In Deutschland hat sich da ein Professor Hülsmann von der Universität in Göttingen hervorgetan und auch viel Ärger eingehandelt. Der hat gesagt, ungefähr 60% aller Wurzelkanalbehandelten Zähne, die also die Behandlung erfolgreich abgeschlossen worden ist, ungefähr 60% weisen nach erfolgreichem Abschluss der Behandlung eine chronisch apikale Parodontitis, eine Entzündung an der Wurzelspitze auf. Das heißt also 40% erfolgreich, wenn Sie das sehen, mit dem 35% Verlust. Das heißt also, dass höchstens ein Viertel der Zähne, bei denen eine Wurzelbehandlung angefangen worden ist, am Ende auch entzündungsfrei ist. Klinisch entzündungsfrei, scheinbar entzündungsfrei. Sie werden im Laufe des Abends noch hören, dass das doch ein bisschen anders ist. Die internationale Wissenschaft ist auch nicht anders. Die meisten Studien, die man dazu findet, da ist es letzten Endes so, dass die Qualität der Wurzelkanalbehandlung in den letzten 50, 60 Jahren deutlich besser geworden ist. Das heißt, die auf Wurzelkanalbehandlung spezialisierten Kollegen reinigen, was das Zeug hält, und das Ergebnis ist schlechter. Das heißt, die machen mehr sauber, fallen in den Zähnen rum, die Zahl der chronischen Entzündungen am Ende hat trotzdem zugenommen. Das ist eine Studie aus Schweden, die Schweden oder aus Skandinavien. Die Skandinavier gehören zusammen mit den Amerikanern so zu denen, die da in der Endodontie quasi die Lufthoheit haben. Das wollten die Skandinavier einfach nicht glauben, was damals passiert ist. Und dann haben die, das ist das, was Sie da unten sehen, haben die Zahnärzte geschult, möglichst gut Wurzelkanalbehandlungen durchführen zu können. Das Ergebnis war röntgenologisch bessere Wurzelbehandlung, mehr Entzündungen am Ende der Behandlung. Und nochmal so ein paar wissenschaftliche Studien. Das ist international relativ gleich. Die Misserfolgsquote chronische Entzündung an der Wurzelspitze liegt bei 50-60% der Zähne, die als erfolgreich abgehakt worden sind. Und das Unglückliche ist, wenn Sie das hier sehen, das ist eine Studie von 1927, das heißt, vor 40, 50 Jahren war es genauso. In den letzten 50, 60 Jahren hat sich in der Endodontie nichts verbessert. Also jedenfalls nicht, was das Ergebnis angeht. Da wird mehr gefeilt, aber das Ergebnis ist am Ende dasselbe. Das wurde 2003 in einem internationalen Journal veröffentlicht, dass sich da nichts verbessert hat. Und es wurde 2012 nochmal nachuntersucht und auch in den 10 Jahren hatte sich soweit nichts getan. Und seit einigen Jahren gibt es in vielen Zahnarztpraxen dreidimensionale Röntgenbilder.
Und was wir heute wissen ist, hätten wir diese Nachuntersuchungen damals nicht mit 2D-Bildern, sondern mit 3D-Bildern gemacht, wären die Zahlen noch schlechter. Wir erkennen auf den dreidimensionalen Bildern noch mehr Entzündungen nach Suchwurzelkanalbehandlungen. Und nochmal ganz kurz, es war eine Veranstaltung, eine Online-Veranstaltung zum Jahresanfang. Das war ein Kollege aus Düsseldorf, die Aussage ganz klar, also ein Spezialist für Wurzelkanalbehandlung, der sagt, maximal 50% des Hohlraumsystems sind überhaupt erreichbar. Nur ungefähr 65% oder beziehungsweise 65% des Gesamtsystems wären nicht gereinigt. Und jetzt kann ich Ihnen auch sagen oder verraten, woran das liegt, dass die, obwohl immer mehr in den Kanälen sauber gemacht wird, die Ergebnisse immer schlechter werden. So wie da oben sieht ein Wurzelkanal von innen aus. Das ist keine glatte Fläche, das ist kein Glas oder so, sondern da sind ganz, ganz viele Zehntausende von Kanälchen. Und was passiert ist, wir kommen mit den, oder die Endodontologen kommen mit den Pfeilen nicht in alle Kanäle rein und müssen sich eigentlich auf chemische Reinigungsmittel verlassen, von denen sie auch wissen, dass sie nicht funktionieren, aber auf die müssen sie sich trotzdem verlassen. Und die funktionieren noch schlechter, wenn durch das Aufbereiten diese Kanälchen alle zugeschmiert werden. Sie werden nachher noch ein bisschen was hören von Dr. Nischwitz, was da passiert mit den Bakterien, die da dummerweise reinkommen und unser Immunsystem nicht. Also so sieht das aus, wir schmieren diese Kanälchen zu und gereinigt wird am Ende praktisch nichts mehr. Das erklärt, warum mehr sauber gemacht wird, aber schlechtere Ergebnisse sind. Was sagen die Endodontologen in Deutschland dazu? Wir wollen mehr Geld dafür haben, für das, was wir tun. Wir müssen einfach mehr spülen, obwohl wir wissen, dass es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir das Ganze nochmal. Das ist die Aussage der Endodontologen zu dem ganzen System. Das fand ich noch ganz nett, das war ein Kollege, ein Endodontologe, der an einem großen Kongress von so Fachgesellschaften teilgenommen hat, der, glaube ich, das Ganze schon ganz richtig charakterisiert hat, der einfach sagt, oder die Aussage einfach, man sollte vielleicht nicht so lange in diese engen Kanäle gucken, sondern mal ein bisschen drumherum gucken, um zu erkennen, dass das Ganze eine Sackgasse ist.